Sie sieht sich als eine der härtesten Elitetruppen der Welt. Die Fremdenlegion Frankreichs. Ihre Soldaten werden in besonders gefährlichen Missionen eingesetzt. Krieg ist ganz einfach. Der, der schneller schießt, gewinnt. Da hast du keine Zeit zum Überlegen. Sie durchlaufen eine der wohl erbarmungslosesten militärischen Ausbildungen weltweit. Wer in die Legion geht, der ändert sein Leben. Er wird ausgebildet zu einer Kampfmaschine. Die Soldaten kommen aus der ganzen Welt. Bei Eintritt gibt's eine neue Identität. Auch deshalb gilt die Legion lange als Auffangbecken für Schwerkriminelle und gescheiterte Existenzen. Gescheiterte Existenzen, das ist ein weiter Begriff. Vielleicht kann ich mich selber dazu zählen. Ich wollte mein Leben damals ändern. Noch immer kämpft die Fremdenlegion um ihr Ansehen, will das Schmuddel-Image ablegen und als Elitetruppe dastehen. Wichtigstes Ausbildungsziel, der Kampfeinsatz mit modernster Kriegsführung. Die Erik schafft ungefähr 5 Meter Erde durchzuschießen mit einer Druckwelle, mit einer Hitze, wo was keiner überleben kann. In der Geschichte der Fremdenlegion gibt es mehr Soldaten aus Deutschland als aus jeder anderen Nation. Und auch heute entscheiden sich immer wieder Deutsche für die Legion. Die Ausbildung ist hart, also nicht nur körperlich, auch psychologisch. Was zieht die Deutschen in diese mythenumwobene Truppe? Berühmt, aber immer noch berüchtigt? Die Fremdenlegion gehört zum französischen Heer und gilt als schärfste Waffe Frankreichs, obwohl sie fast ausnahmslos aus Soldaten besteht, die nicht Franzosen sind. Die Legionäre kommen aktuell aus rund 140 verschiedenen Nationen. Sie sind Zeitsoldaten in Frankreichs Diensten und werden in den schlimmsten Krisengebieten der Erde eingesetzt. Wir sind in Französisch-Guayana, an der Grenze zu Brasilien. Auch hier ist die Legion im Einsatz. In dem Überseedepartement von Frankreich, das politisch zu Europa gehört, betreibt sie ihre Dschungelkampfschule. Mehr als ein Jahr haben wir auf eine Drehgenehmigung gewartet, bis uns ausgewählter Zugang gewährt wurde. Die Legion bildet hier nicht nur ihre eigenen Soldaten für den Dschungelkampf aus, sondern auch Kämpfer von Armeen anderer Staaten. Die besten Eliteeinheiten der Welt werden hier geschult. Von den US Navy SEALs bis zum Kommando Spezialkräfte aus Deutschland, dem KSK. Seit 8 Wochen ist auch ein deutscher Fremdenlegionär hier im Einsatz. Giesbert. Ein ehemaliger Legionär hat mal gesagt, in der Legion habe ich den Schuh gefunden, der zu meinem Fuß passt. Ich würde dem nur hinzufügen, dass der Schuh auch manchmal drückt. Der 43-Jährige ist Oberleutnant. Er hat damit einen Dienstgrad, den nur 5% der ausländischen Legionäre erreichen. Denn die höchsten Positionen in der Fremdenlegion werden sonst fast ausschließlich von Franzosen besetzt. In Französisch-Guayana hat die Fremdenlegion einen Spezialauftrag. Die Bewachung des Weltraumbahnhofs in Kourou, dem Zentrum der Europäischen Raumfahrtagentur ESA. In rund 40 Stunden soll eine Rakete starten. Auf diesen Einsatz bereitet Giesbert seine Einheit vor. Die Legionäre sind einem Aufklärungszug angegliedert, können innerhalb kürzester Zeit per Hubschrauber abgesetzt werden. In Kriegsmissionen oder auch bei Geiselbefreiungen müssen die Abläufe perfekt sitzen. Die Leute bei mir im Zug sind ja ausgewählt, also die durchlaufen ein Auswahlverfahren. Und Teil dieses Auswahlverfahrens ist eben auch ein Test hier am Turm. Und wer da Höhenangst zeigt, der besteht den Test nicht und der wird im Zug nicht genommen. Die Auswahl bei der Fremdenlegion ist streng. 10.000 Bewerbungen bekommt sie pro Jahr. Nur jeder 8. wird als gut genug für die Ansprüche der Eliteeinheit befunden und genommen. Die Missionen der rund 9.000 Mann starken Fremdenlegion sind vielfältig. Aktuell ist sie hauptsächlich in Afrika und den arabischen Staaten im Einsatz. Wo genau, wird überwiegend geheim gehalten. Auch aufgrund des zunehmenden Terrorismus. Er hat die Aufgaben der Legion um einen Einsatzort erweitert, in dem sie zuvor kaum operierte. In ihrem Heimatland Frankreich. Viele, viele unserer Kameraden sind in Frankreich im Einsatz. In Großstädten werden die Bahnhöfe bewacht, vor allen Dingen dann die Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel in Paris Louvre, Eiffelturm und so weiter. Und vor allen Dingen große Kaufhäuser auch, eben da, wo der Terror die französische Bevölkerung treffen kann.
Und jedes dieser Regimenter, die in Frankreich stationiert sind, machen in den letzten Jahren eine Ausbildung zum Terrorexperten. Auch Stefan Müller hat vielfältige Erfahrung mit der Legion. Der 31-Jährige war 5 Jahre Legionär, als Kämpfer in Krisengebieten und auch als Ausbilder. Das war die abenteuerlichste, spannendste Zeit meines Lebens zwischen 23 und 28. Seine Kameraden bei der Legion, vielschichtig. Ich kann aus meinem Zug sagen, dass von russischen Oligarchenkindern bis Leuten, die aus der Favela kommen, die mit 17 schon gemordet haben, und bis Ziegenhirten aus Albanien, bis irgendwelche Leute aus Afrika, die sich die Schnürsenkel das erste Mal in Albanien zugebunden haben, alles vertreten war. Gleich zu Beginn, noch im Rekrutierungsbüro, ist der Ton scharf. Und nicht nur der. Schon beim ersten Gespräch mit dem Ausbilder haben wir schon am Nebentisch gesehen, wie da ein Mongole da getreten wird über den Tisch. Und da habe ich schon gemerkt, okay, hier ist ein bisschen ernster. Auch Müller bekommt die Härte sofort zu spüren, als es um seine neue Identität geht. Und das habe ich am Anfang erst verstanden, nachdem der Ausbilder mir so einen zerrissenen Zettel genommen hat und da Karl Mahler geschrieben hat. 10. September 85, Berlin. Dann hat er mir diesen Zettel reingedrückt und ich gucke ihn so an und sage, nee, ich heiße Stefan Müller. Dann habe ich erstmal einen Boxi-Brei gekriegt in die Brust, aber was für einen. Dann habe ich gedacht, was ist jetzt sein Problem? Er sagt, na, Karl Mahler. Dann habe ich gesagt, nein, Stefan Müller. Dann haben wir nachgedacht, dann habe ich ihn angeguckt, vielleicht eine Sekunde zu viel, und habe ich nochmal einen reingeboxt bekommen. Dann habe ich gesagt, hä? Dann hat er gesagt, das ist dein neuer Name. Ab jetzt heißt du Mahler. Und ich so, oh. Jetzt habe ich das Anonymat schnell verstanden. Lernen durch Schmerz. In der Vergangenheit der Fremden Legion gibt es immer wieder Schilderungen von harten Strafen. Der Historiker Christian Koller hat die Geschichte der Legion erforscht. Begonnen hat sie übrigens nicht etwa in Frankreich. Die Wiege der Legion liegt in Deutschland, genauer gesagt in Schillingsfürst bei Nürnberg. Während der Französischen Revolution waren dort auch viele Adlige aus Frankreich im Exil. Und dort wurde dann eben eine Truppe aufgestellt gegen die Französische Revolution. Das ist das sogenannte Regiment Hohenlohe. Das Regiment hatte seinen Sitz im Schloss Schillingsfürst. Es existierte von 1792 bis 1830. Schlossherr ist Fürst Konstantin zu Hohenlohe-Schillingsfürst. Auf seine Vorfahren geht die Gründung der Fremdenlegion zurück. Das ist hier, wenn man hinter mir sieht, da ist dieser Fürst Ludwig Aloysius. Der hatte ein Regiment Hohenlohe, das hier gegründet wurde. Das ist ein Vetter meines Urgroßvaters. Und aus diesem Regiment Hohenlohe und einem zweiten Regiment entstand dann die Fremdenlegion. Um an den Vorläuferverband der Fremdenlegion zu erinnern, wird 2015 im Schloss ein Museum eröffnet. Es ist weltweit das einzige außerhalb Frankreichs. Gegründet wird die Legion dann 1831, rund 30 Jahre nach der Französischen Revolution. Europaweit gibt es damals viele politische Flüchtlinge. Frankreich gewährt fast allen Zuflucht. Doch die Regierung sieht sie bald als potenzielle Unruheherde. Was also tun mit den unliebsamen Asylanten? Da war dann die brillante Idee, man hatte so eben mit der Eroberung Algeriens begonnen, eben eine Truppe zu schaffen, um diese Eroberung Algeriens eben mit Ausländern hauptsächlich durchzuführen, was zur eleganten Lösung führte. Man musste keine Franzosen dafür opfern und man hat diese Flüchtlinge, die man auch als Unruhefaktor wahrgenommen hat, auch wieder aus dem Land schaffen können. Wir sind im 1. Regiment der Fremdenlegion in Loudun in Südfrankreich, dem Pionierregiment. Schwarze Rose, wo ist noch einmal deine Legionär? Schwarze Rose, küss noch einmal deinen Legionär. Weil Deutsche in der Fremdenlegion Tradition haben, singt man auch heute ihre Lieder. Auch Ronny Bethke. Jede Kompanie hat hier sein eigenes Kompanielied. Ne? Wir haben halt das Lied Schwarze Rose, also Schwarze Rose von Uran.
Die Legion ist halt eine der stärksten Einheiten der Welt. Und was mich halt gereizt hat, hierher zu gehen, war halt der Mythos, den man überall sieht. Vor seiner Zeit als Legionär arbeitet Bethge als Maurer, im Sicherheitsdienst und als Zeitsoldat bei der Bundeswehr. Ich war in einem Heeresfliegerregiment, war aber in so einer kleinen Infanterieeinheit. Und wie gesagt, dann habe ich mich entschieden, Unteroffizierslaufbahn einzuschlagen, hat dann aber nicht geklappt. Hier bei der Legion klappt's mit der Karriere. Est-ce que vous avez des questions? Non, non, non. J'entends rien. Non, non. C'est bon. Ensemble. Gall! Rompez les rangs. Bethge ist Kaporal, vergleichbar mit einem Unteroffizier bei der Bundeswehr. Die Aufstiegsmöglichkeiten hier seien gut. Und je höher man kommt, desto mehr Verdienst. Auch das ist ein Grund, warum Bethge hier ist. Ein Legionär bekommt zu Beginn 1.300 Euro netto im Monat. Bei Auslandseinsätzen, die oft über mehrere Monate gehen, fast das Dreifache. Ich habe hier Essen, ich habe hier eine Unterkunft. Und das, was ich verdiene hier, das bleibt bei mir in der Tasche. Wie gesagt, wenn man sparsam ist, gut, kann man sich halt auch schon gut was beiseite packen. Als er 2014 mit der Grundausbildung beginnt, muss er wie alle Legionäre auch Französisch lernen. Es ist sowohl Kommando als auch Amtssprache. Das Leben ist hier schon ein bisschen anders als wie beim Bund. In der Legion ist schon ein anderer Umgangston. Es ist nicht einfach die erste Zeit, aber ich kann nicht als Soldat ausgebildet werden, wenn ich jemanden mit Samthandschuh anfasse. Stefan Müllers Ausbildung bei der Fremden Legion liegt schon ein paar Jahre zurück. Mit seinem besten Freund spricht er oft über die harte Zeit. Denn schon an seinen ersten Tagen bekommt der heute 31-Jährige körperliche Strafen zu spüren. Im Rückblick sieht er es nüchtern. Man soll sich immer anpassen, ne? Und an die Umgebung, dann überlebt man. Ganz einfach. Es hat schon alles seinen Sinn, warum es so läuft. Nachdem er sich 2009 meldet, wird Müller von der Gestapo, wie die Legionäre den Geheimdienst der Elitetruppe nennen, komplett durchleuchtet. Dann kommt er zur Grundausbildung nach Castelnaudary bei Marseille. Castelnaudary ist sozusagen stellvertretend mit dem Satz Lernen durch Schmerz. Es herrscht absoluter Drill, gepaart mit Schlaf- und Nahrungsentzug. Wenn man den Menschen die existenziellen Bedürfnisse wegnimmt, dann kannst du davon ausgehen, dass er sich schlimmer als ein Tier verhält. Und das macht sich sehr, sehr deutlich dann auf der Farm. Archaische Methoden auf dem Weg zum Elitesoldaten. Man ist da ziemlich würdelos. Man fängt an, einfach aus Hunger aus der Mülltonne Sachen rauszunehmen und das zu essen, weil man einfach so einen Hunger hat. Die, die nicht spuren, werden sofort bestraft, auch im Kollektiv. Die können dann bis zu 150 Liegestütze betragen, die du dann entweder mit den Handflächen machst, auf dem Boden oder auch mit den Fäusten. Ist auf kleinen Steinchen, ist auch ganz angenehm dann. Natürlich machst du es nicht alleine, deine Kameraden müssen das natürlich auch mit ausbaden. Auch Schläge erdulden die angehenden Legionäre klaglos. Der klaut Käse und alle müssen Liegestütze machen, danach wird er ein bisschen verprügelt, ja. Kollektivstrafen, ganz normal. Klar, wenn du von der Bahn ein bisschen zu weit links, zu weit rechts gehst, wirst du natürlich wieder zurückgeboxt auf die Gerade, also ganz normal. Zurück in Französisch-Guyana an der Grenze zu Brasilien. Die fremden Legionäre der Dschungelkampfschule hatten kaum Schlaf in der Nacht. Trotzdem, es wartet ein harter Ausbildungstag auf sie, bei schwülen 30 Grad im Schatten. Kaum sind sie auf dem Trainingsgelände im Mangrovenwald angekommen, geht es für die Kämpfer wieder zurück zum Wasser. Allerdings diesmal ohne Boot. Die Uniformen sind zwar wasserabweisend, saugen sich aber dennoch voll, wiegen jetzt rund 5 Kilo mehr. Das Ziel ist, die Soldaten abzuhärten. Die Lehrgänge sind lang und körperlich anstrengend, Tag und Nacht. Ausbildung zur Kampfmaschine, das ist das Ziel. Wir wenden die Pädagogik der Fremdenlegion an, sei es im Ausbildungslager in Frankreich oder hier in Guyana. Die Ausbilder treiben die Kursteilnehmer an, haben nicht wirklich Mitleid oder Gewissensbisse, die Leute bis zum Äußersten zu pushen. Damit sie immer unter Druck bleiben, schreien wir sie oft an, um sie wirklich geistig auf zukünftige Einsätze vorzubereiten. Der 43-jährige Giesbert aus Deutschland kam vor 15 Jahren zur Legion. Er fühlt sich damals angezogen vom Mythos, will sein Leben ändern.
Nach dem Abitur habe ich viel studiert, ohne zu einem regulären Abschluss zu kommen. Und deswegen war für mich die Sache irgendwann klar, dass ich irgendwann auch mal Geld verdienen musste. Dass ihre Kinder zur Legion gehen, davon erfahren die Eltern der Kämpfer oft erst später. Oder nie. Zu schlecht ist der Ruf der Truppe. Die Familie konnte nichts dazu sagen, weil ich sie darüber nicht in Kenntnis gesetzt habe. Und ich eines Tages einfach abgehauen bin. Mittlerweile wissen seine Eltern Bescheid. Giesbert bildet in seiner Einheit rund 25 Mann aus. Sie gilt als die beste des gesamten Regiments. Seine eigene Ausbildung bringt ihn damals an seine körperlichen Grenzen. Physisch kann man alles durchstehen, mit ein bisschen Willen. Und man ist ja auch immer von Leuten umgeben, die dasselbe durchmachen. Und wenn man nach links und rechts schaut, sieht man, okay, vielleicht geht es ihm noch ein Stück schlechter als mir. Dann ist man dadurch auch abgelenkt. Man hat die Wahl. Funktionieren oder aussortiert werden. Das Wichtigste ist, dass der Soldat im Einsatz reagiert und nicht anfängt, wenn die Kugeln um einen rumfliegen, Befehle zu diskutieren. Das ist eben ein wesentlicher Bestandteil dann der Grundausbildung. Und auf einen Befehl folgt die korrekte Ausführung. Und wenn die eben nicht stattfindet, dann muss man ein bisschen Druck hinterherbringen. Das Ausbildungsziel ist klar. Den zukünftigen Kämpfern muss die natürliche Tötungshemmung abtrainiert werden. In der Vergangenheit nutzten die Ausbilder dazu oft auch Prügelstrafen. Ich kann mich selber noch daran erinnern, in Aubagne während des Auswahlsverfahrens wurde mir am Ende die Frage gestellt, ob ich noch Fragen hätte. Und ich glaube, das war damals ein Hauptfeldwebel, ein Engländer. Den habe ich gefragt, schlagen Sie die Soldaten bei der Legion noch? Da hat er gelächelt und gesagt, wir sind nicht mehr im Indochina-Krieg. Heute sei es nicht mehr so hart wie früher, sagt Giesbert. Man kriegt vielleicht mal einen vor die Brust geknallt, aber es sind keine erniedrigenden Schläge oder irgendwas dabei gewesen. Oder ich selber bin nie verprügelt worden und habe es auch nicht miterlebt. Die Fremdenlegion gilt als verschlossen. Viele Details dringen nicht nach außen. Interviewpartner werden genau ausgewählt und gebrieft. Wir haben niemanden getroffen, der uns bestätigt, dass es heute noch körperliche Gewalt gibt. Gute Ausbildung komme ohne physische Strafen aus, sagt auch Ronny Bethke. Gardez-vous. C'est vous, vous dites gardez-vous, couvert, vous présentez à moi. Hey, on y va. Pompe. Bethke hat als Unteroffizier rund 15 Mann unter sich. Ich bin denen vorgesetzt, wenn man ins Zimmer reinkommt. Und dann müssen die normalerweise ins, wie sagt man bei uns, ins Stillgestanden gehen. Und einer macht dann halt dementsprechende Meldung. So, die geben mir dann halt so die Ehre, wie man es halt so schön sagt. Machen sie es nicht, normalerweise, das, dann müssen die halt pumpen. Sagt man so halt schön bei uns jetzt. Es ist der 29. April. Der 35-Jährige ist beim Zimmerappell heute besonders genau. Penibel kontrolliert er die Uniformen der Legionäre. Also hier muss man vor allem darauf achten, dass halt alles schön glatt ist, keine Falte drin ist. Wenn man im ersten Rang steht, sieht man genau, wenn da eine kleine Macke dran ist, dann ist das schon, hat man schon verloren. Morgen steht ein wichtiges Ereignis an. Der höchste Feiertag und das größte Fest der Fremdenlegion, Kamerone. Die Pflege der Traditionen der Fremdenlegion ist ein wichtiger Faktor, um die Legionäre aus 140 verschiedenen Nationen zu disziplinieren, erklärt Legionsfachmann Christian Koller. Der offizielle Legionsspruch ist ja, die Legion ist ein Vaterland. Und natürlich jedes Vaterland hat irgendwelche Traditionen, Rituale, an die man sich regelmäßig erinnert. Und das ist bei der Legion genauso. Also es gibt ein eigenes Museum, es gibt eigene Denkmäler und es gibt eben auch eigene Feste. Das Wichtigste ist das Kamerone-Fest. Es wird jedes Jahr in allen Regimentern gefeiert. Mit Militärparaden und Formationsflügen. Und mit Frauen. Ansonsten sind Frauen in der Legion nicht gern gesehen. Weder privat noch beruflich. Bei Kamerone aber sind sie willkommen. Alljährlich wird hier auch die Miss Képi Blanc gewählt. Das Fest soll an den 30. April 1863 erinnern. An das Gefecht von Kamerone. Die Legion kämpft damals in Mexiko unter dem Hauptmann Jean d'Anjou. Er gilt als ihr größter Held. D'Anjou hatte Jahre zuvor im Dienst seine Hand verloren, drohte dienstuntauglich zu werden. Der Kapitän hat sich dann eine Handprothese machen lassen, damit er weiter Dienst leisten kann, obwohl er eben im Prinzip invalid war nach heutigen Maßstäben. D'Anjou befehligt 65 Kämpfer. In Kamerone geraten sie in einen Hinterhalt.
werden von 2000 Mexikanern angegriffen. Die Legionäre verschanzen sich in einer Hütte, werden von allen Seiten beschossen. Als auch noch Hauptmann d'Anjou getötet wird, sind nur noch eine Handvoll fremden Legionäre am Leben. Doch sie geben nicht auf. Es waren drei noch Überlebende, die mit einem aufgesetzten Bajonett angreifen wollten. Dann hat der mexikanische Kolonel gesagt, halt, stopp, lasst eure Waffen nieder und ich lasse euch alle gehen. Die Schlacht wird bis heute glorifiziert als Symbol für Opferbereitschaft und Heldentum. Das hat natürlich dann diesen Mythos aufkommen lassen, eben der Legionär kämpft bis zum Letzten und gibt niemals auf. Auf dem Schlachtfeld hat man dann eben nachher auch die hölzerne Handprothese dieses Kapitäns gefunden und mitgenommen. Das heiligste Relikt, die hölzerne Hand. Sie liegt im Hauptquartier im Museum der Legion. Das mutet sehr katholisch an, als eine Reliquie, die aufbewahrt wird. Und am Kamerone-Tag nimmt man sie eben raus und trägt sie feierlich herum. Solche Mythen machen das Wesen der Legion aus, einer zusammengewürfelten Truppe ohne Vaterland, aber mit Sinn für Rituale und Symbolik. Die Geschichte von Kamerone kennt jeder Legionär. Sie wird allen Elitekämpfern gleich zu Beginn ihrer Legionszeit bei der Vertragsunterzeichnung erzählt, in einer feierlichen Zeremonie in der Halle im Hauptquartier, in der auch die Holzhand liegt. Wenn man in der Halle steht, man kriegt dann halt schon ein anderes Bild. Es kribbelt halt dann auch in den Armen, in den Beinen, weil man halt, es ist dann schon ein heroischer Moment, sag ich mal. Ebenso glorifiziert die Verleihung des Képi Blanc, der legendären Kopfbedeckung der fremden Legionäre. Auch sie wird feierlich begangen. Wir sind in Castelnauderie bei Marseille. Dem aktuellen Ausbildungsjahrgang wird das Képi Blanc verliehen. Anwesend sind etliche altgediente Legionäre, auch Heinrich Back aus Mannheim. Heute ist für die jungen Legionäre ein ganz besonderer Tag. Sie bekommen nach 4 Monaten Grundausbildung, einer sehr, sehr harten Ausbildung, endlich ihr Képi Blanc. Um ihr Képi Blanc zu bekommen, mussten die frisch ernannten Legionäre zuvor den sogenannten Marsch Képi Blanc bewältigen. Einen Geländelauf über rund 80 Kilometer. Jetzt sind sie müde, aber glücklich. Heinrich Back bekommt sein Képi Blanc in Algerien, mitten im Algerienkrieg. Aufmerksam auf die Fremdenlegion wird er 1954. Und zwar durch Zeitungsartikel, durch Filme und vor allen Dingen auch durch Freddy Quinn. Der Sänger wird damals im Nachkriegsdeutschland immer bekannter. Die Lieder von Quinn handeln von der See, der weiten Welt und von der Fremdenlegion. Der Weg nach Haus ist schwer. Für einen Legionär. Was kaum jemand weiß. Freddy Quinn war eigentlich in seiner Jugend, hat er sich zur Fremdenlegion gemeldet gehabt. Aber nach Überprüfung seiner körperlichen Leistungsfähigkeit, seiner Größe vor allen Dingen, hat man ihn nicht in die Fremdenlegion aufgenommen. Und danach hat er begonnen mit diesen Liedern. So Backs Version. Er selbst meldet sich 1954 zur Ausbildung bei der Fremdenlegion. Die haben einen Rucksack aufgesetzt gekriegt. Man hat die Rucksackriemen runtergenommen, man hat Telefondrähter drauf gemacht und dann hat man den Rucksack mit Steinen gefüllt. Da mussten sie eben damals so 10 oder 15 Kilometer laufen. Da waren natürlich die Drähte da im blutig. Und auch härtere Methoden gehören zum Strafenkatalog. Die haben also auch schon mal die Fäuste sprechen lassen. Wir hatten noch Ausbilder, die zum Teil ehemalige SS-Leute waren, ehemalige Soldaten aus der deutschen Wehrmacht. Also da gab es keine Gnade. 1960 ist Back im Algerienkrieg. Das Land ist seit 1848 französische Kolonie und kämpft um seine Unabhängigkeit. Zu dieser Zeit sind Folter und Mord fester Bestandteil der französischen Kriegspolitik, auch in Algerien. Damals erlebt Back eine dunkle Stunde in der Geschichte der Fremdenlegion mit, gipfelnd in dem Putsch 1961. Zu der Zeit gibt es in Frankreich Verhandlungen über die Unabhängigkeit Algeriens. Als Präsident de Gaulle plötzlich, wohl auf Druck der Weltöffentlichkeit, verkündet, dass man das Land freigeben solle, führt das zu massiven Protesten.
Die Legion war gegen ein freies Algerien. Wir haben unseren Auftrag in Algerien bekommen. Wir wollten ihn durchführen. Unsere Generäle haben sich erhoben und haben geputscht gegen de Gaulle. In Frankreich formieren sich über 1 Million Putschisten. Das Ziel? Sie wollen de Gaulle absetzen. Auch die Offiziere in Bucks Regiment wollen das. Doch der Oberkommandierende ist dagegen und stellt die Offiziere schließlich vor die Entscheidung. Einer der Rädelsführer, der Offiziere, ist aufgestanden und hat gesagt, Mon Colonel, wir putschen nicht, wir bleiben stehen hinter Ihnen. Damit hat er mein Regiment gerettet, denn de Gaulle hat es nicht aufgelöst, wie es mit anderen Regimentern gemacht hat. Auch keine Offiziere wurden bestraft. Anders verfährt man mit den Putschisten. Die Offiziere, welche an der Putsch teilgenommen hatten, kamen in Paris vor das Kriegsgericht und die meisten wurden in Paris, im Fort de Nogent, in den Gräben erschossen. Der Putschversuch schadet dem Ruf der Legion erheblich. Nachdem Algerien 1962 unabhängig wird, soll sie sogar abgeschafft werden. Doch es kommt anders. Weil Frankreich weiterhin auch weltweit eine militärische Rolle spielen will, entscheidet es sich, die Fremdenlegion zu behalten, sie aber radikal zu verändern. Die Legion wird verkleinert und soll zu einer Eliteeinheit geformt werden. Einsätze gibt es in den Krisenregionen weltweit. Harte Einsätze. Kritiker sagen Drecksarbeit. Stefan Müller erlebt 5 Auslandsmissionen mit. Die schlimmste in Mali, im Rahmen der Operation Serval 2011. Es herrscht Bürgerkrieg. Teile der Bevölkerung kämpfen gegen das korrupte Regime. Durch den Krieg in Algerien 2011 gab es viele Gruppierungen, die dschihadistisch eingestellt waren. Dann irgendwann mal trifft man halt auf die Menschen, aber verhandeln mit denen kannst du nicht. Die sind da ganz anders eingestellt. Stattdessen wird geschossen. An sein erstes Feuergefecht erinnert sich Müller noch genau. Es gibt mehrere Tote. Und auch er hat geschossen. In dem Moment, wo es dann stattfindet, kommt einem alles so langsam vor. Nachhinein denkt man nach, das ging vielleicht 10, 15, 20 Sekunden. Dann war die Sache vorbei. Aber in dem Moment kam es wohl in eine Ewigkeit. Die Anforderungen an die Legionäre haben sich in den letzten Jahren massiv verändert. Was jetzt modern geworden ist seit einigen Jahren, ist ja die asymmetrische Kriegsführung. Und man merkt, man ist nirgendwo mehr sicher. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Du kannst noch so gut gepanzert sein und beschützt. Und es werden Bomben, Granaten versteckt und es sprengen sich Leute in die Luft. Davor kannst du dich nicht schützen. Müller erlebt einige Terroranschläge mit. Mehrmals wird seine Einheit von Selbstmordattentätern attackiert. Im Einsatz selbst ist es schwierig zu erkennen, wer ist unser Freund, wer ist unser Feind. Weil einen Tag schütteln sie die Hände und sagen die Hallo, am nächsten Tag sprengen die sich neben einer Wache in die Luft. Die Legion rüstet sich auf. Schon früh kommt auch Müller mit schweren Geschützen in Kontakt. Das ist das Eryx-Abzeichen. Das ist eine autogesteuerte Rakete, wo du dann so ein riesen Rohr hast. Ne? Und dann kannst du so ein Zielfernrohr reinschauen. Das ist dann wie ein PlayStation-Spiel, wo du dann selber dann reinlenken kannst. Auch wenn du den Knopf schon betätigt hast und die Rakete ist im Anflug, kannst du nochmal nachsteuern. Müller wird für Sonderaufgaben eingesetzt mit dem Panzerabwehrsystem Eryx. Die Eryx schafft ungefähr 5 Meter Erde durchzuschießen oder 2,5 Meter Beton oder 90 Zentimeter Stahl. Das ist ein Hohlladungsgeschoss, was dann mit einer Vorsprengung sozusagen aufmacht und dann geht das Hohlladungsgeschoss sozusagen in so eine kleine Öffnung, was vielleicht so groß ist. Und dann geht die ganze explosive Kraft, ungefähr 7000 Grad, dann ins Ziel hinein. Mit einer Druckwelle, mit einer Hitze, wo was keiner überleben kann. Um die Rakete zu bedienen, absolviert er eine Spezialausbildung. Allein ein Geschoss kostet fast 15.000 Euro. 6-mal, so Müller, feuert er später die Lenkrakete. Immer nur in Übungen, wollen wir wissen? Nicht alle. Die Fremdenlegion ist eine Angriffsarmee. Die Soldaten sind zum Töten abgehärtet worden. Klar, dafür wurden wir ausgebildet, aber warum sieht man das immer so, dass wir sozusagen als Killer bezeichnet werden? Es ist ja auch da, ich habe eine Verantwortung gegenüber meinen Kameraden und Waffenbrüdern. Und wenn ich dann das nicht mache, wenn ich nicht schieße, dann werden meine Brüder dann sterben. Deswegen, Krieg ist ganz einfach. Der schneller schießt, gewinnt. Da hast du keine Zeit zum Überlegen.
In Französisch-Guyana, in der Dschungelkampfschule der Fremden Legion, werden nicht nur Legionäre, sondern Elitekämpfer von Armeen aus aller Welt gedrillt. Besonders geschätzt und gefürchtet der Dschungelparcours. Wenn jemand schlecht vorbereitet ist, hält er keine Woche durch und kehrt zum Regiment zurück, manchmal mit schlimmen Verletzungen. Die Legionäre werden von ihren Ausbildern bis an ihre Leistungsgrenzen getrieben. Und oft darüber hinaus. Nicht selten bricht einer zusammen. Wenn es passiert, muss man die Betroffenen mit dem Hubschrauber herausholen. Auch für Hubschraubereinsätze trainiert die Fremdenlegion in Französisch-Guyana. In dem Überseedepartement von Frankreich bewacht sie unter anderem den Weltraumbahnhof in Kourou. In 12 Stunden soll hier eine Rakete starten. Ein Flugmanöver kurz vor dem Countdown. Alles muss wie im Schlaf sitzen. Auch das Abseilen aus 30 Metern Höhe. Der deutsche Giesbert trägt die Verantwortung für die Truppe und für den Einsatz. Wenn im Weltraumbahnhof ein Raketenstart ansteht, herrscht bei den Legionären Alarmbereitschaft. Sie haben einen Kommandoposten aufgebaut, sind seit 2 Tagen im Einsatz. Was theoretisch passieren könnte, weil das Gebiet ja riesig groß ist und so ein Riesengebiet können sie nicht komplett absperren, dass sich einfach Leute auch trotz aller Sicherheitsmaßnahmen in dieses Gebiet hier verirren und die zu einem Zeitpunkt eben vor Ort sind, wo sie nicht da sein sollten. Und das ist eigentlich das Gefährlichste. Mehr sagt Giesbert auch auf Nachfrage nicht. Geheimhaltung. Rund um die Uhr fährt die Einheit Patrouille und kontrolliert die Grenze zum Weltraumbahnhof. Zurück zu den historischen Kriegen der Fremden Legion. Neben Kamerone gibt es eine weitere Schlacht, die bis heute als Symbol für Opferbereitschaft und Heldentum instrumentalisiert wird. Dien Bien Phu, eine der schmerzlichsten Niederlagen Frankreichs. Im Indochina-Krieg kämpfen die kommunistischen Truppen der Viet Minh ab 1946 für ein unabhängiges Vietnam gegen die Kolonialmacht Frankreich. Diese Schlacht gilt auch als Beispiel, eben, dass die Legionäre bis zum Tod und fast darüber hinaus weiterkämpfen. Die Hauptlast der Kämpfe auf französischer Seite trägt die Fremdenlegion. In dieser Zeit stammen über die Hälfte der Legionäre aus Deutschland. Dien Bien Phu gilt als letzte Schlacht der Waffen-SS. Viele der deutschen Kämpfer gehörten bis 1945 zu Hitlers Rassekriegern. Dien Bien Phu wird für sie zur Todesfalle. Die Stadt liegt im Dschungel in einem Tal. Hier bauen die Franzosen eine Festung mit rund 9000 Soldaten. Das Problem? Sie verzichten fast komplett auf schwere Geschütze. Und man hatte seitens der Franzosen nicht damit gerechnet, dass es den Viet Minh gelingen würde, schwere Artillerie auf diese Berge zu bringen. Ein verhängnisvoller Fehler. Denn mit Fahrrädern, zu Fuß und durch die Zerlegung ihrer Großwaffen gelingt genau das den Viet Minh. Die Franzosen waren eingekesselt, der Nachschub war nur noch auf dem Luftweg möglich. Und es wurden dann auch Truppen per Fallschirm abgesetzt. Und das waren eben die Fallschirmjäger der Fremdenlegion, die da als Nachschub eingeflogen wurden. Ein Himmelfahrtskommando. Wo Leute nur 2 Stunden ausgebildet wurden, im Fallschirmspringen, danach in Dien Bien Phu abgesprungen sind, obwohl die es nicht konnten. Wovon viele dann aber bereits am Fallschirm hängend abgeschossen wurden und bereits tot waren, als sie unten ankamen. Am 7. Mai 1954 kapitulieren die Franzosen. Dien Bien Phu war wieder so ein Symbol für Kämpfen bis zum letzten Mann. Mir war das von Anfang an nicht klar, warum man das feiern muss, damit man es den Tod der Soldaten glorifizieren muss, dass sie sich für etwas geopfert haben, wo sie eh keine Chance hatten. Mehr als 20.000 Vietnamesen und rund 11.000 Legionäre sterben, davon fast 7.000 Deutsche. Es ist das Ende der Kolonialmacht Frankreich in Fernost. Einer, der in Dien Bien Phu dabei war, ist Otto Gottlieb.
Gut, ich kann es nicht sagen, wie viele Leute ich getroffen habe und quasi erschossen habe. Kommt der Schießbefehl, man schießt und dann fallen ein paar um, aber das ist im Krieg so. Da zählt man nicht nach. Gottlieb ist 18, als er dort landet, voller Vorfreude, wie alle seine Kameraden. Doch er wird schnell mit der Realität konfrontiert, als ein Unteroffizier auf eine Mine tritt. Der Unteroffizier war schwer verwundet, die Beine und mein Freund war tot. Und das beim ersten Einsatz war schon ein Erlebnis, das man dann verarbeiten muss. Ne? Nur Zeit dafür bleibt nicht. Ich habe nachts mit Wache außerhalb dieser Ortschaft, die wir eingenommen hatten, hinterm MG gelegen. Und da sind ein paar, wollten abhauen von der Gegenseite. Das waren ja die, die die Minen gelegt hatten. Und da habe ich dann draufgegangen, ich hatte nichts mehr gesehen. Bis der Leutnant kam und hat gesagt, es reicht keiner mehr da. Da war alles durch den Tod meines Kameraden da. Damals war ich dann durchgedreht. Das ist mir eigentlich so gut wie nie mehr passiert dann. Gottlieb wird mehrmals verwundet, muss trotzdem weiterkämpfen. Nach der Kapitulation der Franzosen kommt der heute 82-Jährige in Kriegsgefangenschaft an der chinesischen Grenze. Nur jeder Fünfte überlebt die Haft. In Vietnam stellen die Deutschen mit 55% die absolute Mehrheit aller Legionäre. Und das ist nicht etwa eine Ausnahme. Frankreich verlässt sich zu der Zeit in seinen Kriegen mit der Fremdenlegion hauptsächlich auf deutsche Soldaten. Die waren eigentlich mit Abstand die am stärksten vertretene Nationalität unter den Legionären. Es gibt sogar drei Phasen, in denen ausgerechnet der Erbfeind aus Deutschland mehr als die Hälfte der Legionäre stellt. Die Jahre nach dem Deutsch-Französischen Krieg sowie die Jahre nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Aber warum hat es die deutschen Männer immer wieder zur Legion gezogen? Historisch gesehen, der wichtigste war Armut, Perspektivlosigkeit. Die Fremdenlegion bot eine gewisse materielle Sicherheit. Ein weiteres Motiv, die Chance auf eine neue Identität. Denn viele flüchten aus Deutschland vor Strafverfolgung oder aus politischen Gründen, beispielsweise in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Wo eben viele aus Deutschland geflüchtete Juden oder auch Antifaschisten, Sozialisten und so weiter in die Fremdenlegion eintreten, um aktiv gegen Hitler kämpfen zu können. Nach 1945 wird die Legion für ehemalige Hitler-Sympathisanten interessant. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es natürlich auch eben Leute aus der Waffen-SS oder der SS, die in die Legion wollten, um ihre Identität zu wechseln und um weiterhin das Kriegshandwerk auszuüben. Außerdem um den drohenden Strafen im Nachkriegsdeutschland zu entgehen. Alfred Junius zum Beispiel war Mitglied im Führerbegleitkommando, den Personenschützern von Adolf Hitler. Später flüchtet er vor dem Entnazifizierungsverfahren in die Fremdenlegion. Eine neue Identität, gut abgeschottet vom früheren Leben und mit der Aussicht, nach 3 Jahren die französische Staatsbürgerschaft zu bekommen, das gilt damals wie heute. Heute erfüllt die Legion immer noch diese Rolle, aber wir haben keine Mörder in unseren Reihen. Wir tolerieren manchmal Leute, die sich kleinere Vorwürfe in der Vergangenheit zu machen haben. Eine Aussage mit Raum für Spekulationen. Genauere Infos sind, mal wieder, nicht zu erfragen. Zahlen, die man bekommt: heute stammen die meisten der Legionäre aus Osteuropa und nur noch rund 5% aus Deutschland. Der wirtschaftliche Druck ist nicht mehr so groß wie in den 60ern. Auf dem Ausbildungsgelände treffen wir Horst Brandt. Der 24-Jährige ist erst seit 3 Wochen dabei. Ausgerechnet ein Spielfilm hat ihn dazu gebracht. Ich habe einen schrecklichen Film mit Jean-Claude Van Damme gesehen. Und ich hab mich halt darüber informiert. In Der Legionär spielt Van Damme einen Boxer, der auf der Flucht vor Kriminellen zur Legion geht und als einziger Überlebender einer Schlacht zum Helden wird. Brandt ist auch Boxer, seit er 15 ist. Er kommt aus Erlangen. Über seine Familiengeschichte möchte er ansonsten nichts erzählen. Sie sei etwas kompliziert, sagt er. Er habe Abitur und danach VWL studiert. Ich habe einfach gedacht, nee, ich kann nach diesem einen Jahr nicht wieder zurück zum Master und danach in der Bank oder in einer Consulting-Firma oder irgend so etwas arbeiten. Deswegen
wollte ich wenigstens ein paar Jahre Abenteuer haben. Die Meinung der Eltern? Zweitrangig. Ich habe es erwähnt und meine Eltern waren nicht so begeistert. Deswegen ging ich einfach zur Legion und habe eine Nachricht hinterlassen. Momentan hat er keinen Kontakt zur Familie. Das ist üblich. Denn während der viermonatigen Grundausbildung werden die angehenden Legionäre komplett von der Außenwelt isoliert. Die Ausbildung ist hart, also nicht nur körperlich, auch psychologisch. Weil wir schlafen unglaublich wenig, wir bekommen nicht gerade so viel zum Essen. Und wir dürfen eigentlich nicht wirklich Englisch oder so etwas miteinander sprechen. Und das ist halt schon etwas belastbar manchmal. Doch, da muss man durch. Für die Legionäre herrscht zudem die ersten 5 Jahre Heiratsverbot. Die wenigsten haben Frau und Kinder. Man nimmt das in Kauf. Die Legion wird zur Familie. Der Ehrenkodex der Fremdenlegion. Mit ihm bezeugen die Kämpfer regelmäßig, dass sie immer nach den Regeln der Legion handeln werden. Die 6. lautet zum Beispiel: Der Auftrag ist dir das Wichtigste. Du führst ihn bis zum Ende aus. Wenn es sein muss, unter Einsatz deines Lebens. Die Bundeswehr war für Brandt nie eine Alternative. Die Fremdenlegion bietet einfach viel mehr Vielfalt. Und ich kann, also, falls ich mein Käppi blank mal schaffe und die Ausbildung, kann ich wirklich auch sagen, ich bin Teil einer der härtesten Militärtruppe der Welt. Also darauf wäre ich dann sehr stolz. Dass er im Ernstfall töten muss, ist ihm bewusst. Und dass er selbst getötet werden kann? Ja, natürlich, etwas Angst werde ich bestimmt haben, doch der Angst muss man sich stellen. In Französisch-Guyana ist heute ein besonderer Tag. Nur noch wenige Augenblicke bis zum geplanten Raketenstart. Zwar regnet es in Strömen, Zwischenfälle gibt es aber bisher keine. Das Einzige, was jetzt noch dazwischen kommen könnte, wäre vielleicht das Wetter. Aber ich bin kein Meteorologe. Der Countdown läuft. Trotz Regens kann die Vega-Rakete starten. 3, 2, 1, Top! Sie wird einen Erdbeobachtungssatelliten in seine Umlaufbahn bringen. Der Einsatz beim Weltraumbahnhof ist eine eher angenehme Ausnahme eines Legionärs. Im Fokus stehen aktive Kriegseinsätze. Giesbert hatte bisher fast 10. Von Feuergefechten blieb er dabei noch verschont. Aber wenn auf mich oder meine Kameraden geschossen wird, oder wenn ich weiß, dass zur Erfüllung des Auftrags eben auch die Vernichtung des Gegners nötig ist, bin ich dann hoffentlich wohl auch in der Lage, das Nötige zu tun. Ex-Legionär Müller hat all dies erlebt. Von harten Gefechten bis zu Selbstmordanschlägen. Mehrfach denkt er ans Aufgeben. 2014 läuft sein Zeitvertrag aus. Er verlängert ihn nicht. Heute arbeitet er als Personenschützer. Ich habe mehr Dinge gesehen, als ich gewünscht habe und mehr Dinge erlebt, als ich jemals mir vorgestellt habe. Aber das ist jetzt, ich habe keine Störungen davon getragen. In diesen Berufen kriegt man halt solche Erlebnisse mit. Und der eine kriegt einen Knacks mehr, der andere einen Knacks weniger. Die Soldaten der Fremdenlegion. Sind sie wirklich das, als dass sie sich sehen? Die härtesten Männer der Welt, im Dienste einer der härtesten Truppen der Welt? Sie lassen sich nur dosiert in die Karten blicken, denn sie sind um ihr Image bemüht. Galten sie doch früher als Auffangbecken für Schwerkriminelle, gescheiterte Existenzen und Kriegsverbrecher. So bleibt er weiterhin bestehen. Der Mythos Fremdenlegion. Mit all seinen Gerüchten und Legenden.